im Schnitt Maus ist vielleicht mit 60 MS gegen im Schnitt vielleicht 10 MS. Wenn überhaupt. Also ich bin gespannt, Maus darf diesmal wenigstens als CT starten. Hoffentlich holen sie wieder beide Pistols und dann aber bitte mit einem Sieg. Aber mal abwarten. Auf geht's, Maus. Vielleicht haben sie sich ja wirklich nochmal was angeguckt oder so. Nochmal kurz besprochen, wie sie was sie anders machen können. So, es geht wieder schnell A. Schöner Opening. LOL! Schöne Headshots von Kerrigan. Gutes Opening. Decoy lenkt gut ab. Sonic zieht auf Refrag. Boah, er hat da richtig Probleme. Aber immerhin seine Mates zur Stelle. Letzte ist auch bekannt. In den Cutter Steel auch noch mit Low HP, mit 14. Jetzt Mitte raus. Schöne Pose von Aprox. Und ein leichtes Spiel. Dritte Pistol von Maus auf das 2 gewonnen. Das 1 gewonnen. So, und das muss man jetzt mal ummünzen. Jetzt heißt eigentlich mindestens 11, wenn nicht sogar 12, 13 Runden zu holen. Lied war von The Wafers, The Longest Day. Hinten am Besen sie raus, aber Maus zur Stelle mit 4 Mann. Schöne Ekel-Halt-Boat-TV-Lag schon wieder. Aber diesmal läuft die Eco relativ gut. Vorhin hat man, glaube ich, 2 Spieler verloren. Diesmal nur einer, ist okay. Nochmal mit Eco. Aprox mit einer schönen Nade. Boah, schön durchs Feuer gelaufen, die T's. Schnapper da bei den letzten beiden zusammen mit Nex. Sehr schön. Nicht mal einen HP-Punkt verloren. Ich hoffe, das gibt ein bisschen Auftrieb jetzt. Ihr Potenzial hat das Team ja, aber das müssen sie nochmal ausschöpfen. Vor allem Sonics steht zu Recht gerade in der Kritik. Muss da auf jeden Fall noch zeigen, was in ihm steckt. So, okay, man kauft jetzt hier also Incendiaries. Vielleicht das die Antwort auf das verkackte Spiel von vorhin. Und auch jetzt geht man mal offensiv. Boah, schade, Next rasiert den First Pick, aber Respekt dafür, dass man sich endlich mal was traut. Schade, dass es nicht direkt belohnt wird. Kerrigan hinten mit Aave. Muss aufpassen, dass er da kennt. Boah, schön durch die Smoke. Sehr gut. Schöner Refrag quasi. Ach, Trubel hinten erfolgreich. Aprox wieder defensiv gegangen. Aprox vielleicht gegen, auch Troubly vielleicht gegen. So, nehmen sie sogar wieder Raum ein. Haben jetzt mehr Kontrolle als vorhin. Gefällt mir schon mal wesentlich besser gerade die Runde. Kerrigan, gut verschossen, ne? Das ist wirklich schwer, aber jetzt nochmal einen gekriegt. Also es scheint, als ob AL hier nicht wirklich so einen Plan hat, wie ESC vorhin. Das soll mir aber ehrlich gesagt vollkommen egal sein. Und Troubly da schön im Schlitz gesehen. Oh, wie blind er da ist. Refrag von Schnapp. Waren sie beide noch zu blind. Aber egal, für eine 5er Runde, sie können auf jeden Fall kaufen. Und die wichtige erste Equip geht an Mousewords. Kerrigan wieder mit Molly wird den wahrscheinlich wieder in die Cutters werfen, damit er zum Plateau hinten durchkommt. Kerrigan unterstützt ihn da. Ne, Kerrigan macht sogar andersrum. Sonics unterstützt ihn. Kerrigan zieht davon am Schlitz. Mit den ersten mit Stibber Rand. Schön zurück zu Sonics. Aber Sonics kriegt halt wieder gar keinen.
jetzt gesehen habe. Nee. Da gar keinen bekommen. Kerrigan mit 4, Traveler mit dem letzten. Vergesst immer ab und zu noch, dass man das ja sieht, wie viel einer umgeschossen hat. So, 15-0. Waffen wieder bei AL und wir sehen eine Gegen-AWP von Schneider. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, sich direkt dagegen anzulegen. Vielleicht eher hinten smoken und dann einfach nicht an den Schlitzposis stehen. Schauen. Kerrigan direkt mit Pascha-Move. Verliert aber gegen Schneider. Also AWP jetzt schon ausgezahlt. Und Nex übernimmt die Mitte. Sonix hatte da schon Angst vor einem Instant-Go. So, geflasht für Aprox, aber da liegt jetzt ein Smoke. Da kommt er an das Schimmel-Eck. Sonix mit ein paar Bangs rein, Hits aber nicht kassiert. Nex deckt weiter in Mitte. Und sie gehen. Ja, sie warten noch. Die Bombe noch nicht gepickt. Krasse Ace gegen Aprox. Immer noch keinen Schaden ausgelöst. 50 Sekunden jetzt. So, jetzt zieht man sich komplett defensiv. Finde ich gut. In der Situation mit Low HP kann man, glaube ich, die Runde noch eher machen, als wenn man da wieder offensiv kämpft. So, da hat man auf jeden Fall gerade kommuniziert. Und Sonix auch schön. Erster guter Move von ihm. Macht da Raum dicht. Oh. Darf der nicht gegen die Awe sterben? Oh, jetzt Mitte aufpassen. Chablé. Probleme. Oh, einen macht er noch. Nex zur Stelle. Oh, schöne Runde von Nex. Gegen zwei. Oh, einer rechts, einer links. Schade, keine Chance. Ach, bitter. Wenn Chablé da vielleicht zwei macht, haben sie die Runde. Hat Nex ein 1 gegen 1. Schade, trotzdem eine ganz okaye Runde. Gut von Sonix so dicht gemacht. Aber auch von der L sehr, sehr lange gewartet. Ja. Kerrigan Move war nicht unbedingt unnötig. Hat Pascha vorhin auch gemacht und damit erfolgreich gewesen. Lustige Flash von Aprox. Haben wir auf dem Boden aufgekommen und dann quasi wie so ein Stein, den man auf dem Wasser so rumditscht. Ach, wieder ist Kerrigan First Track. Ah, diesmal saß sie nicht. Ach, kommt zum Glück danach weg. So, Nex ergreift die Initiative. Sonix hat die Awe gepickt. Müsste eigentlich, hat er gerade keine Funktion mehr, nachdem Nex dort die Seite zumacht. Heißt wieder Trouble und Aprox. Auf sie kommt's an. Gut, Sonix hat es hinten noch einen Schlitz eingemacht. Wenigstens etwas. So, 30 Sekunden haben sie noch. Sie haben nicht mehr so viel Zeit. Aprox liegt. Nein, was ein Pech. Gut gesmoked. Tja, und jetzt ist Sonix einfach viel zu spät da. Beziehungsweise Nex hätte vielleicht auch eher verschieben sollen. Einer von beiden halt. Zwei Runden in Folge. Money-technisch sieht es da nicht gut aus. Und dann wird AL schon zwei Waffenrunden gewonnen. Eine Eco jetzt gleich, wahrscheinlich. Ja, das ging wieder so gut los. Und dann fängt man an, First Fix zu kassieren. Und da hat man noch kein gutes Mittel gefunden. Ja, um dann irgendwie noch die Runden zu drehen. Ja, das Crosshair von der AWP ist schon sehr, sehr strange. Das ist nicht, wird nicht so wirklich abgebildet, wie es bei dem Spieler in-game ist. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Die Maus ist ein bisschen offensiv, der Eco. Vielleicht bringt sie mehr was. Also bei AL fällt auch auf, sie bauen eigentlich nur über hinten auf. Man könnte fast sogar überlegen, alleine einen am A zu lassen.
Und der dann halt den Katas Ausgang offensiv deckt. Würde mich auch nochmal über was Offensives da freuen an der Schräge. So wie wir das vorhin für den ESC gespielt haben. Die haben wirklich ganz gut gespielt als CT. Hat mir gefallen. Auch gemixt, ab und zu mal offensiv, dann mal wieder eine defensive Runde. Genauso wird es eigentlich gemacht. Natürlich hatten sie auch die Konfidenz im Rücken, um sowas durchzuziehen. So, Kerrigan doch wieder am B, also wenn wird spielt er trotzdem wieder zu zweit. Er hat auch eine M4. Ist da. Was haben wir die falschen Wahlen? Also, weiß nicht. Warum den Raum nicht eng machen? Gegen die Arve. Vor allem an den Standard-Posis stehen. Oh, auch direkt jetzt gegen die Arve. Oh. Sieht ja gerade auch kein Land vom Aiming her. Weil es auch wirklich nicht so gute Posis sind. Dann sind es wieder nur die beiden B-Spieler allein. Pushen jetzt gemeinsam Cutters. Kerrigan auch Probleme. Ach, vier Runden jetzt schon. Man kriegt hinten das Antipad halt nicht unter Kontrolle. Boah, schade, dass er den nicht killt. 10 HP hat der Schneider noch. Jetzt sehr schön. Kann vielleicht die Arve sogar mitbringen. Sonic's Ace. Schön wär's. Leider schon mehr Kills als Trubel, Apox und Nex, auch wenn es einem irgendwie nicht so vorkommt. Sonic hat auch die Waffe bekommen. So, jetzt sind wir mal aggressiv. Also guck mal, wenn man da mit Waffen wäre. Oh, was die Ts für Probleme damit haben. Zack, ist die Runde möglich. Kerrigan wahrscheinlich reingepusht, schöne Move. Sonics noch ein. Geht doch, ey. Warum nicht gleich so? Auch mal eine Waffenrunde. So, jetzt weiß man auch, wo er ist. Jetzt kann man die Räume einfach super eng machen. Nex legt sogar an. Bringt vielleicht die Arbe mit für Kerrigan. Na also. Genauso will ich das aber auch fast jede Runde sehen. Einfach viel mehr Druck auf den Ts aufbauen. Nicht nur hinten stehen und die Ts kommen lassen. Vor allem, wenn die eine AWP haben, dann zieht der natürlich alle möglichen vermeintlichen Standard-Posis ab. Drückt ab und dann stirbt halt mal ein Troublader an diesem Steg. So, ich hoffe, man setzt es jetzt auch mal um. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das Aiming nicht hätten. Gerade Troublader, Nex, alles gutes Aim, gute Aimer, Aprox auch nicht zu verachten. Und wenn ein Sonics endlich mal ins Spiel findet, dann ist er ja auch nicht der Schlechteste. Und endlich spielt man wirklich mal das, aber AL spielt es auch richtig gut. Push nach B und. Ach, ich sag dazu nichts. Dann sage ich es einmal, dass sie dort offensiv gehen, lob sie dafür. Und dann steht der B einfach wieder unsafe. Mann, 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 Mann. So, was ist hier so geflogen? Irgendwie sieht man, da ist eine Flash. Also keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall war es nichts Gutes. Auch nichts weg vom kleinen Bombspot. Ja, könnte man so sagen. Auch wenn er gerade Frag-Leader ist, aber das heißt ja nichts.
Endlich mal auch wieder von Uphawks offensiver Move. Muss da allerdings gegen einen Teda unten aufpassen. Ja, die Pose vielleicht nicht ganz optimal. Sehr schön. Uphawks geht auch kein weiteres Risiko ein. Mitte müssen sie aufpassen. Alter. Sie kommen halt. Das ist einfach total random. Wenn sie irgendwo rauf wollen, dann gehen sie einfach rauf. Haben jetzt auch wieder A, B eingenommen, legen da die Bombe. 6 zu 6 gleich. Ach, wenn ich mir die Terrorhälfte vorhin von Maus angucke, dann. Tja. Meine Stimmung gerade auch berechtigt. Da sehe ich wirklich nicht mehr so viele Chancen. Alle verlieren auch noch ihre Waffen. Wieder kein Geld. Das heißt, Al wird sich gleich die Führung holen. Oh Mann, ey. Es stand doch 5-0. Und jetzt 6-6. B ist übrigens A. Ja, ich weiß schon. Ja. Versucht drauf zu achten. Ach, schade, dass es dort gesehen wurde. Ach, jetzt nur noch Sonics mit seiner Diegel. War aber eh schon bekannt, dass dort die Diegel war. Deswegen auch die Granaten dahin, das Pre-Fire. Und dann springt er in sein Tod. Angeschwungene Führung für AL. Geld bei Maus. Naja. Zum Kaufen reicht's. Man braucht ja die Runden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schon wechseln, aber. Ich meine, man darf immer noch nicht vergessen, dass es Dust 1 ist, aber trotzdem, also die guten Teams, die sind halt auch auf einer unbekannten Map, dann können sie halt sich so weit drauf einstellen, dann trotzdem irgendwie Akzeptables zu spielen. Jo, Sonics move da auch einfach mal hinterher. Und kriegt ein. Trubel, alle am Schieben gerade. Kein Equipment. Wichtig von Next, dort noch einen zu machen. Da gibt es den 1-6 Boost. Da, sie kriegen ihn nicht hin. So hinten Plateau-Trubel. Ach man, hat er nicht hingeguckt. Bitter und 1 gegen 1 Sonics. Jetzt kann er glänzen. Er ist gerade besser drauf als vorhin. Aber das heißt nichts. Oh, er switcht ja auch Burst. Es hört Little. Ich weiß nicht, ob er es hört. So schwer zu holen. So schwer zu holen mit seinen 22 HP. Oh, die AI. Nein, die kommt zu kurz. Keine Chance. Keine Chance, da brauchen wir auch nichts vorwerfen. Oh Mann, holen sich die Schweden sogar noch die. Halbzeit. Boah, schöner E. Jetzt wird einfach noch reingegast. Tja, 6-9. Wenn jetzt die T-Pistole nicht wieder gewonnen wird. Weil vorhin hat man ja auch beide Pistols gewonnen. Und es hatte nichts zu sagen.
So, jetzt bitte die Monster-Taktiken auspacken. Vorhin hat man, glaube ich, Slow gespielt in Katas mit Smokes und so. Scheint man jetzt auch nochmal zu machen. Sehr schön. Ich hoffe, das Team bekommt Rundenprämien. Siegprämien könnte sich wohl abschminken. Das ist wahr. Offensiv. Ah, ist schön. First Fix sitzt. Ah, Refrax. Wo sind die Refrax? 3 gegen 3. Maus aber unter, jetzt unter wenig HP. Oh, jetzt a little low. Mann, jetzt kommt aber auch noch Pech dazu, wenn man schon kein Glück mehr hat. Little hätte gut in Gern mehr fallen können, genauso wie Sneal. Da sind sie halt nicht, das heißt, es wurde nicht ganz so perfekt geschossen. Schneider auch instant in die Fresse. Dann lohnt sich auch nicht mal die P250. Gute Frage, wie viel Go bis jetzt noch nichts gespielt hat. Denke so 10 Minuten. Möglich. Och. Alter. Schneider aber auch schon ganz solide vom Aim her. Lass sich da überhaupt nicht beeindrucken. Der Schneider sogar mit dem. Ne, kein Ace für ihn. Also mal Mini-Akzente kann man ja setzen. Wieder der Standard-AV bei Maus. Pronax sogar mit AWP. Wird mit First Track belohnt. Da lag die Smoke aber auch wirklich nicht optimal. Da brauchen sie sich auch sich alles vorwerfen. So, Wahnsinn, Mann. Refrag gegen EC. Quasi eine Seltenheit. Jetzt wieder durchgeschickt, kriegt aber keinen, weil die Smokes wieder nicht so sitzen, glaube ich, wie sie sitzen sollten. Schön von Trubel. Wichtig, jetzt 3 gegen 3. Trotzdem natürlich eine enorm schwere Herausforderung. Oh, jetzt müssen sie noch Fokus haben auf Sniper Pads. Schade, Mann. Boah, Sonic sieht auch direkt den Headshot. Abrox kann er sie reißen. Mitte kommt gleich raus. Da wurde schon gesehen von Pronax. Und da war es nur noch Sonics. Last Man Standing mit 20 Sekunden. Keine Bombe. Teilt wenigstens nochmal aus. Aber ob das reicht. Das reicht nicht. Nächste Runde für AL. 13 zu 6. Noch keine 1GT-Runde bei rumgekommen. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
mal wirklich gerade nicht zuschauen. Sein Rumgelegge. So, immerhin meine Flash, damit die Cutters rausziehen können. Das ist Ansätze von Teamplay. Honax hinten am Schlitz erfolgreich. Next mit Reflex. Sniperpad noch aufpassen. Schwabeli mit Reflex kriegt da auch noch so einen Streif-Headshot von RDL. Oh, Box. Auch keine Chance. Wird auf den zwei Seiten attackiert. Gut durchgepusht von der L. 14-6. Geld hat man, glaube ich, trotzdem. Naja, 3-7. Aber jetzt Eco machen ist auch unnütz. Wobei. Ah, man macht's echt. Stimmt, der Draw gibt's ja nicht. Also von daher doch ne, die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Schon wieder macht. Was der Schneider schon wieder macht. Wieder an, kriegt wieder ein First Fake. Schneider sowieso weiterhin mit Fracks. Wo ist Maus? Diesmal Cutters. Karim geht noch dagegen, aber da hochgeboostet wurden. Sieht leider den Pronax nicht. Macy Smoke. Oh, die Flash, so bitter. So, vielleicht zeigt er sich nochmal hinten. Ja, da sieht das Ärmchen, da sieht das Ärmchen. Sehr schön. Also wieder 3 gegen 3, nix. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass rechts einer ist. Ich vermute nicht. Oh, er sieht die Waffe. Ach, gut. Jetzt gegen 2. Wir sind verschießt. Wo ist die Hilfe? Wo ist Sonic? Sonic ist viel zu weit weg. Oh, Sonic gegen 1. Lidl schon Tor dritt. Warum switcht der bitte auf A, wa? Oh, kommt über Cutters. Keine Bombe, wo liegt die denn? Ich sehe sie gerade nicht. Ah, gut, jetzt hat er sie. So, er weiß gerade, dass er nicht Cutters war. 10 Sekunden hat er. Er legt safe. Jetzt kommt sich. Kann er den Schuss treffen oder nicht? Er sieht ihn. Ich drück doch ab. Oh Gott. Ach, aber auch gut gespielt von Lidde. Keine Chance. GG Interp. Ja. Ach, es ist doch eh scheißegal. Das sind jetzt so... Alles, was man jetzt sagt, ist eh total wurscht. Selbst der Ping, der hat es eigentlich nicht gerissen. Wenn einfach gewisse Spots nicht safe sind. Naja, hätte nicht sollen sein. Maus mit dem nächsten Loss.